Wieder dabei bei Minecraft Big Business. Hallöchen, hallo Aaron, hallo Miu. Weiter geht's. Hallo. Ja, ich muss ja nicht immer in so Flosken da abtauchen. Das ist ja. Es ist jetzt die Frage, wie ich hier diese schöne Kante schön mache. Du. Oh, ich habe halt wieder kein Geld, Mann. Du bist ja eine schöne Kante. Ah, oh, das wird mich so an Nerven. Ich komme hier rüber, ich bin zu fett. Jetzt muss ich den halben Berg abtragen. So eine Scheiße, ich hasse mein Leben. Ich dachte, du wolltest deinen Berg. Ja, natürlich, aber hier jetzt an dieser Stelle möchte ich gerne keinen Berg haben. Da möchte ich so eine. Ne, da ist okay. Da möchte ich so eine glatte Kante mir erstellen und die eventuell dann noch wieder mit Clearstone verkleiden, was natürlich schon ein längeres Projekt wird, aber es soll ja natürlich auch gut aussehen. Epic Meal Time. Ja, ich hasse das, dass das hier irgendwie nicht so, so rund ist. Also ich mag das immer alles gerne akkurat und meine ganze Welt muss natürlich dann dieser Form auch weichen. Und wenn hier der Berg scheiße gewachsen ist, dann muss der halt, weichen. Dann muss der halt vernünftig aussehen dann danach. Genau. Eieiei. Ja. Ganz oder gar nicht? So ist das einfach. So, Sand, Sand, Sand. Ich habe keinen Sand mehr. Verdammt. Ich habe zu viel Kohle. Will jemand Kohle haben? Können wir nicht Kohle in Diamanten pressen irgendwie? Eins der Kohle, ein Diamant. Tja, warum nicht? Von mir ist noch 3 Stacks Kohle, mir völlig egal. Toll, die Verschwendung. Was für eine Verschwendung? Ein Stack Kohle. So ein Diamanten. Ja, wird mir reichen. Hammer. Was macht die Mio heute? Was ist dein Plan für die Folge? Oh, einen Weg zu meinem Haus zu bauen. Echt? Ja, eingerichtet ist es ja jetzt. Okay. Aber... Ja, wir waren ja letztes Mal da, da war halt nur dieser sehr, was heißt nur, dieser Weg halt nach oben da. Die Treppe. Und das reicht noch nicht, oder wie? Ja. Ich weiß einfach nicht, wie Kürbisse wachsen, es tut mir leid. Ja, ein Feld von der Pflanze weg, Punkt. Irgendwohin, random. Ja, genau. Wo es halt hingeht. Aber die können doch nebeneinander stehen, oder nicht? Mhm. Klar. Die Pflanzen ja, aber. Ja, die Pflanzen können nebeneinander stehen, aber da musst du dann auch gucken, dass irgendwie links oder rechts von der Pflanze ein freies Feld ist. Ja, ist ja. Und da darf natürlich kein Wasser sein. Ja, ist ja. Okay, und auch kein Weg oder so. Das muss schon Erde sein. Ja, Weg ist egal. Echt? Ja. Es muss nur ein freier Platz sein. Okay. Stabil ist mit anderen Worten. Es kann Sand sein, es kann Stein sein. Achso, das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt, oh ja. Tja, jetzt kann ich mir erstmal meine Stacks Stein. Oh, das ist der Tür. Stein greifen, 2 Stück, und dann kann ich da erstmal Clearstone draus brennen und dieser Clearstone wird dann irgendwie da an die Wand geklatscht. Hab ich ja irgendwo. Ich bin da noch nicht ganz zufrieden mit, was ich jetzt selber produziere, aber ist egal. Haben wir hier irgendwo eine Wüste? Ich habe eine Wüste bei mir. Ich bin noch keine 5 Meter weggekommen von meinem Bauplatz, ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich war noch nirgendwo. Das könnte ich eigentlich mal... Ja, Mio hat Wüste, klar. Du hast Wüste, wo denn? Ich habe Birkenwald. Bei mir. Wie, wo denn? Du kannst doch nicht bei Mio irgendwas abharvesten. Geh weg. Wenn du was brauchst, dann sag das Mio Bescheid. So geht das aber nicht. Echt. Ich hab kein Geld. Ja, was also, brauchst du denn? Tolles Wirtschaftssystem, da können wir das auch wieder wegnehmen, wenn wir das gar nicht benutzen. Sand. Du brauchst einfach nur Sand. Ah, oh, Sand. Sander. Sander. Ja, okay. Na, warte mal, ich hab hier noch ein paar kleine Buchten. Aha. Und dann, wenn es heißt, ne, du musst die Scheiße zahlen, dann mach ich das selber, scheiß drauf. Komm mir nicht so. Ich hab kein Geld. Da geht er einfach auf Buchten. Echt, dann, ach, ich hab hier noch 5 Blöcke Sand, das wird reichen. Damit baue ich mir einen Sandmann.
Mit dem will ich dann spielen die ganze Nacht. Keine Ahnung. Oh, ich habe einen Huhn gefunden. Dass ich überhaupt irgendwas Lebendes finde bei mir, ist irgendwie... Like a sander, nicht schlecht. Ich frag... Aua, ich bin in den Wald gefallen. Vorher noch der Wipfelkönig, jetzt nur noch irgendwie der... Ach, ich habe hier sogar Lava. Wie interessant. Vielleicht sterben hier alle Tiere. Wipfelkönig? Was? Oh, ja. Das ist wieder so ein großer Baum. Oh. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich ein bisschen... Jetzt hast du mich voll angestiftet. Jetzt gehe ich raus in die Welt. Die Welt, so wie es mir gefällt. Und alles sieht nicht so akkurat aus wie bei mir zu Hause. Ich hasse es jetzt schon. Ich werde einfach die ganze Welt umbauen. Das ist mir scheißegal. Tag und Nacht. Bis wohin ging die Minecraft-Welt? Bis 100 Millionen, oder? Ja, nee, bis 10 Millionen war das, oder? Ich glaube, nicht bis 60 oder 6 Millionen. Ich habe irgendwas mit 6 im Kopf, aber... Ich glaube, das war bis... Ja, das war eine runde Zahl. Ja? Ja, ich weiß es nicht. Resultiert voll aus meiner Aussage, dass ich das nicht weiß. Keine Ahnung. Und dann ist da irgendwie dann so eine Wand oder so, oder... Keine Ahnung. Ja, eine unsichtbare. Boah, der. Oh nein! Invisible Wall. Wieso das? Yeah. Ich habe meine Leine nicht dabei, aber sonst hätte ich mir hier ein weißes Pferd holen können. Nein, ich wäre der Ritter gewesen. Ich wäre der auf dem weißen Pferd gewesen. Wie schade. Okay, jetzt habe ich Angst. Kann ich eigentlich mit meinem Pferd durch das Portal reiten? Dann, was willst du dann machen? Dann werde ich bei dir ins Portal reiten und dann werde ich auf meinem weißen Schimmel da stehen und du wirst sagen, oh, mein Held. Und ich werde sagen, oh ja, du hast recht. Ja, so wird's laufen, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Was du labern tun? Ich laber nichts, ich sag dir, wie es laufen wird. Es wird dunkel und ich bin irgendwo draußen des Nachts. Ich glaube, ich habe Kaka gebaut. Ich werde sterben, ich weiß es, I knew it. Scheiße. Kaka gemacht, was? Ich habe Kaka gemacht, vor Angst. Dicken Angstschiss. Klebrigen dicken Angstschiss. Alter. Ist kein Scheiß. Jetzt wird's eklig. Jetzt hab ich doch mehr Angst. Ich bin irgendwo draußen in der Wildnis, weil mich auch mal angestachelt hat. Ich bin dämlich, das ist alles. Ich bin irgendwo im Baum gefangen. Komisch ist aber so. Das ist aber nicht schlimm. Eine verfängliche Unterhaltung mit dem Baum, was? So, hier gibt's also weiße, weiße Pärchen. Was macht der Power? Und das Pferd und packt ihm an die Pentile. Was sagt das Pferd dann, Aaron? Nee, es sagt Pahüa natürlich. Das ist echt so. Mann. Das ist kein Scheiß. Big Albträume. Nur vorne, von dem Power und dem Pärch? Nee, dass er irgendwo rangefasst wird und dann Ii macht. Und packt dem Pferd an die Pentile? Alter, Mann. Ich wünschte, es wäre das Sonnenlicht. Ich vermisse es so sehr. Das Sonnenlicht. Klasse. Außerdem kriegt man von Sternlicht kriegt man Krebs. Hallo? Hilfe? Ernsthaft? Ja, habe ich gehört. Du kriegst heutzutage von allem Krebs. Hast du noch nicht gelesen? Ist echt für den Arsch. Du kriegst auch von Mondlicht Krebs. Ach ja, ich habe ein... dieses Huhn hat sich einfach spontan selbst entzündet. Läuft. Ich schau in den Spiegel, Krebs. Ja, so ungefähr ist das. So eine Art. Ah, Lava! Oh mein Gott! Da habe ich jetzt nochmal Glück gehabt. Da war ich kurz davor zu verbrennen. Da habe ich sogar ein bisschen über den Bildschirm gesabbert, vor lauter. Naja. So war's. Was willst du machen? So war es damals, so war das es. Das Schöne ist, damals. Ich habe einfach gebratenes Hähnchen gekriegt von dem selbstentzündeten Huhn. Das ist okay, darf nicht Chicken McNugget? Das war ein richtig schönes, frisches Chicken McNugget. Direkt aus dem Lavabad. Mm. Heißer als die Polizei erlaubt. Mm. Ja, so ungefähr hat sich das angehört. Ach nein, wo bin ich hier nur gelandet? Ach, das ist gar keine Lava, das ist hier meine Butze. Die ich hier sehe, das sieht ja cool aus von hier. Wow. Meine Butze angebrannt? Meine Butze. Nein, meine Butze brennt nicht an. Meine Butze ist unbrennbar. Darfst du mal ausprobieren? Ich habe alles aus Stein, die meisten Sachen zum Beispiel. Die Stein brennt schlecht, habe ich gehört. Ach, scheiße. Außer meine Scheune, die ist natürlich aus Naturholz. Hast auch noch Stroh drin, ne?
Ja, nee, noch nicht, aber das könnte ich auch mal machen, Strohballen. Will jemand Strohballen kaufen? Ich habe welche zu verkaufen gerade. Wofür brauchen? Na, warte mal. Wofür brauchen wir die Katze? Kannst du ein Dach mitmachen? Das ist eine Idee, ja. Die Idee hatte ich gerade. Ich kann dir alles, ja. Ich kann dir alles besorgen, Aaron, kein Ding. Ich habe alles. Alles aus Stroh. Waffen aus Stroh, Häuser aus Stroh, Schuhe aus Stroh, Betten aus Stroh, Sauerstoff aus Stroh. Geil. Wasser aus Stroh. Wird immer besser. Wird immer besser. Echt. Mein Ofen aus Stroh. Okay. Ich muss mal wieder Abenteurern gehen. Ja, ich hätte auch so irgendwie Adventure Time im Kopf, aber ich habe keinen Bock alleine zu gehen. Wir sollten uns zusammenschließen und eine Abenteuergemeinschaft bilden. Hm, aber wenn wir dann ein Dungeon finden mit einer Kiste, wen gehört die dann? Ja, mir. Ja, nee, dann heißt Battle Royale. Ach, Quatsch. Ich kann erst mal gucken, was drin ist, bevor ich mich da auf Leben und Tod für ein Brot oder so kloppe. Das ist aber du hast die Sachen der anderen dann noch. Ja, gut. Ja, gut, dann kann ich die ganze Scheiße nicht tragen. Man muss die dann in der Kiste dem Dungeon lassen, oder was? Und wollt ihr jetzt pennen, oder was? Oder wie? Warum gehst du immer von dir aus, Mann? Ja, so ist das einfach. Ja, genau. Egoisten leben länger, weißt du doch. Ich dachte, die sterben früher, aber okay. Nee, warum? Nee, eigentlich leben die länger. So ist das. Ich geh pennen. Mir geht's besser. Aua. Boah, die Staatskasse ist auf jeden Fall ein bisschen reicher als ich mit 2000 Münzen, fast 2100 Münzen. Nicht schlecht. Dass wir schon alles reingespart haben. Gut, dass ich der Bankmanager bin. Warum schläft kein anderer außer ich? Mir geht das voll auf den Keks gerade. Alle mal bitte schlafen gehen. So, jetzt geschlafen. Was ist denn Waffen? Ich kann noch bluffen. Scheiße, kann ich ja mal schreiben. Was? Dynamic Lights Globally Off? Wie hab ich das denn schon wieder geschafft? Achso. Einfach mal irgendwelche Tasten auf der Tastatur drücken. Das klappt schon. Kann ich auch mal machen. Boah. Ja und. Crashed. Rausgetappt, abgebrochen, alles. User so disconnected from your server. Ja, auch schon. Hängt eine Spinne in meinem Fenster. Okay, hallo. Dann gehört die aber nicht hin. Nehm ich überhaupt auf? Ja. Solange die da kein Netz baut, ist alles in Ordnung. Bone meal. Sugar canes. Sugar canes. Bitte was? Ach nee. Das Dach muss jetzt unbedingt drauf. Damit fange ich jetzt an. Ich dachte, du wolltest ein Dach aus Stroh haben, Aaron. Beide Haus dann. Oder hier? Haus dann. Mein Lager. Dein Lager. Ja, das ist gut. Das TNT-Lager mit dem Strohdach. Genau, aus Holz. Ich bin dafür. Like und subscribe. Für diese Idee, echt. Jetzt merke ich erst, wie dämlich das ist. Oh nein. Gut, dass du das überhaupt noch merkst, aber na gut. In dein Gesicht. Schmeckt nach. Das. Pfirsich. Mann. Oder Kiwi. Ich weiß noch nicht, was mehrhaarig ist. Was ist denn los? Du hast damit angefangen. Nein. I know you want it. Mio, hilf mir. Kann dir nicht helfen. Warum nicht? Ist echt so, oder? Man kann ihm nicht mehr helfen. Du hast dich selbst da reingeritten. Richtig. Sehe ich auch so. Danke, Mio. Galopp. Nicht so. Das ist auch wieder so ein enttäuschter Mombi. Ja, das haben wir uns jetzt selbst zuzuschreiben. So, wir müssen mal eben nochmal hier runterspringen. Ist das eine Störung in der Matrix oder das arbeitet einfach heute so? Okay, alles in Ordnung wieder. Ja, alles wieder gut? Nein. Hört sich gar nicht an. So. Das ist mein So. Weiche, das ist übrigens mein So. Ich versuche gerade hier meine Erdwand gegen eine Felswand zu tauschen. Okay, bleib da ab. Ja, sicher. Ach nein. Das sieht einfach besser aus, man muss das einfach mal so sehen. Weißt du, man muss es mal aus meinem Standpunkt hier betrachten.
Wenn alles nicht akkurat ist, dann bin ich ganz traurig. Dann kann ich auch nicht schlafen gehen. Dann ist irgendwie so ein bisschen. Okay. Okay. Hm. Okay. Hm. Genau. Hast natürlich recht. Genau. Natürlich. So. Natürlich. Natürlich. Nachdem wir das jetzt einigermaßen gelöst haben, das Problemchen mit einem Becherchen, können wir jetzt. Das sieht viel charmanter aus. Hab ich doch gewusst. Charmanter. Das war mir doch von Anfang an bewusst. So, jetzt geht's ans Dach bauen. Ach, ein Dach. Wer braucht denn schon ein Dach? Ja, stimmt. Braucht man eigentlich nicht. Okay. Nee, scheiß aufs Dach. Dach ist scheiße. Ich hasse es. Ohne jeglichen Grund. Ich hasse es einfach. So, Dille, hier sieht alles schon mal ganz nett aus. Was, Dürndille? Dürndille auch, klar. Warum nicht? Was ist denn Dürndille? Ich hab Sodele gesagt. So. Das ist ein verniedlichtes So. Mit einem so. Dille dran. So. Dille. Dille. Bonobos. Merk schon, die Themen werden immer besser. Ja, ich weiß. Es sind einfach keine Themen. Wir quatschen einfach, während wir alle versuchen, konzentriert zu sein. Das hat zwar noch nie geklappt, aber wir versuchen es. Wir sind stets bemüht, heißt es, ne? 1 plus 1 ist 10. Das stimmt. Ja. Eigentlich 11, aber gut. Ich brauch Kohle. Miu braucht Kohle. Ich hab meine selbst. Ja, aber nicht die Kohle, sondern Kohle. Miu braucht Kohle. Achso. Kann ich dir theoretisch auch verkaufen. Nee, das wird teuer. Nein, ich bin da billig. Okay. Was kostest du? Also was ich koste, das kannst du dir vielleicht nicht leisten, aber Kohle ist schon, das geht schon. Ja, wie viel denn? Ja, also Geld. Wie viel Geld? Ja, ich habe mir das noch nicht überlegt. Also ich guck mal gerade in die Handelsbibel und da mache ich den guten Preis. Muss überhaupt sehen, ob ich selbst überhaupt noch Kohle habe, weil ich habe das gerade einfach irgendwo in den Fluss geschmissen, weil ich zu viel davon hatte. Was? Ernsthaft? Ja, klar. Ich hab noch 10 Yo, Kohle. Das war ein Witz. Nein, das war kein Witz. Ich hab noch 10 Kohle. Punkt. Hä? Dann hattest du ja wohl nicht zu viel Kohle. Doch. Jetzt hab ich nur noch 10. Ich dachte, ich brauch nicht so viel. Hab ich den Rest einfach weggeworfen. Scheiß drauf. So bin ich. Ich hab noch nie sowas Dämliches gehört. Ich weiß, ich auch nicht. Aber ich hab's einfach getan. Kohle weg. Erze, Kohle, 30 Münzen würde ein normaler Kohleblock kosten. Ich verkaufe dir Kohle für 5 pro. Das ist mir zu teuer. Was? Das kostet normalerweise 30, also bitte. Ja, gut, das kann ich mir nicht leisten, habe ich doch gesagt. Irgendwie höre ich euch die ganze Zeit nur davon reden, von sowas wie, das kann ich mir nicht leisten, das ist mir zu teuer. Und irgendwie, wenn keiner Geld ausgibt, dann können wir die Scheiße auch wieder abschaffen. Such das einfach aus, Punkt. Ja, aber wenn man kein Geld hat, dann kann man auch kein Geld ausgeben. Wo hast du denn dein Geld ausgegeben? Da frage ich mich doch mal gerade ganz fix. An den Steuern. Ach, Quatsch. Ja, ernsthaft? Ich wollte die eigentlich noch erhöhen, weil ich das ein bisschen lasch finde, aber... Das war jetzt kein Witz. Aaron arm. Ja, Aaron arm. Aaron sowieso arm. Aaron macht ja auch nichts für sein Geld. Aaron arm berechtigt. Farm aufgezogen. Ich wollte gleich erstmal meine Farm aufbauen. Ich hab keine Ahnung, wo hier der Ausgang ist wieder. Wie? Bild? Aus deinem Haus? Das ist natürlich scheiße. Nee, hier bin ich wieder draußen. Yay, ich habe jetzt noch eine zweite Truhe gebaut. Chief mit Geld. Hey. Ja, ich habe ja nicht so viele Sachen, wisst ihr ja. Ja. Du haust ja Kohle weg. Genau, ja, ist echt so. Ich glaub das einfach nicht. Ist mir egal. Es ist wahr, aber so. Ich hab jetzt 14 Kohle gesammelt, siehst du? Nice. Ich brauch Fackeln, deswegen brauch ich Kohle. Fackeln kann ich auch verkaufen. Ich sehe nämlich in den Höhlen nichts, deswegen kann ich auch nicht arbeiten. Losziehen. Ja, kenne ich. Mich pisst es an, dass hier irgendwie Erde ist. Ich hasse Erde. Hallo, Mr. Hallo, Mr. Zombie, Mann. Vielleicht mal ein Biles Grüße. Da oben steht mein Prachtexemplar von Haus. Okay, ach so, Haus. Ah.
Doch, ah. Ja. Gut, dass du das nicht mitgekriegt hast, Mio. Das war jetzt ja. Aaron wollte wieder gerade sein bestes Stück auf den Markt werfen. Aaron. Was? Bestimmt, nee. Nein? Das stimmt nicht. Ich trau dir dazu. Was? Wird immer schlimmer. Mein Haus sieht scheiße aus. Du wirfst immer dein bestes Stück auf den Markt. Hui, ich rutsche. Yeah. Es klappt irgendwie nicht so. Jetzt glaubt er, hat sich zu billig verkauft. Ah, nee. Was war? Gib's einfach auf. Jetzt hast du komplett aus der Fassung gemacht. Toll gemacht, Mio. Scheiße. Ach nee, ist nur die übliche Verwirrung bei ihm. Mach dir keine Sorgen. Was? Preise gehen nun mal in die Höhe. Was redet ihr? Was soll ich denn tun? Wir wollten einfach an dein Gespräch anknüpfen. Deinen Marktpreis. Ja. Epic Music! Was? So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das alles schön machen. Ich habe überhaupt keine Ideen, aber deswegen würde ich auch mal vorschlagen, dass wir hier eine Miniatur, klitzekleine, lustige und vielleicht auch verspielte Aufnahmepause machen. Wie geht nicht? Funktioniert nicht. Was gestorben? Immer wenn ich sage Aufnahmepause, geht tschüss. Wiedersehen. Ja, ich habe gerade Kohle gefunden. Hallo. Ja, was kannst du in der nächsten Folge machen? Okay. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.